Ihn ist es der erste Kampf aus dem Hansa Gym Hamburg, Florian Schurmann. So, sportliche Prominenz auch im Ring. Ein Mann darf ich Ihnen jetzt noch vorstellen. Er war selbst aktiver Kämpfer und in seiner aktiven Zeit zählte er zu den Stärksten, was es im Kickboxen und Muay Thai in Deutschland gab. Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister. Herzlich willkommen, Mr. Hansa Gym, Brian Al-Amin. So, unser nächster Kampf im Cruisergewicht zwischen Florian Schurmann, die blaue Ecke, und Ralf Herding aus der roten Ecke. Das klassische Nord-Süd-Duell. Schurmann aus dem Hansa Gym Hamburg. Herding aus dem Learn to Fight in Erlangen. Und wenn schon ein Boxer aus dem Hansa Gym da ist, dann ist auch klar, dessen Trainer wurde ja gerade vorgestellt, Ex-Champion im K1 und Muay Thai, Brian Al-Amin. Nicht nur das Hansa Gym gehört, sondern auch der Veranstalter der One Man Series. Die gibt es natürlich auch in unserem fast grenzenlosen Archiv von Fight24. Wer möchte, einfach mal reinklicken, kann sich auch kostenfrei anmelden. Und dann die One-Man-Series und ganz, ganz viel mehr Action in Sachen Kampfsport. Und den feinsten Backenballett, wie es mein Chef jetzt sagen würde. Nicht reinspringen soll er hier. Der Florian Schurmann fordert die Ecke. Man hat es eben gehört, 37 Jahre alt, hat eigentlich einen nicht unlukrativen Job, aber sucht diesen sportlichen Wettkampf. Ich finde es schön, ich finde es wirklich gut. Beide wollen es hier wirklich wissen und warum auch nicht. So, und wer jetzt glaubt, weil das hier die älteren Herren sind und das Publikum vielleicht auch ein bisschen älter ist, wie man es sonst vielleicht von Kampfsport-Events her kennt, dass die Musik entsprechend angepasst wird, weit gefehlt. Es gibt hier richtig harte und rockige Klänge im Kultura Theater von Riedberg. Kommt. Weiter geht's in unserem Cruisergewichtsduell zwischen Florian Schurmann und seinem Gegenüber Ralf Herdecken. Schurmann versucht hier den Kampf im Vorwärtsgang zu machen. Er drückt hier Herdecken durch den Ring. Thank you.
die Hände hoch, Flo. Die haben also aus der Ecke. Ja, sollte der Handel auch tun. Man muss jetzt hier einen schönen Körpertreffer von Herdinger anstecken. Durchschnaufen zu Ende dieser zweiten Runde. Herdingen kommt da besser in den Kampf. Ja, das sieht immer so einfach aus, wenn man da oben steht, aber da ist man in diesen zwei Minuten, die eine Runde geht, ist man einfach der einsamste Mensch der Welt. Das muss man so sagen. Da kann man nicht mal ein Zeichen geben, sagen so, man möchte mal kurz durchschnaufen, das ist nicht. Auf meiner anderen gegenüberliegenden Ringseite, da steht er noch ganz entspannt. Sowas wie Lokalmatador Kai Pieper, der nachher sein Versuch unternimmt, den EM-Gürtel der WDF sich zu holen. Unser Main Event. Das wird schon eine große Schlacht werden, bin ich mir sicher. Aber erstmal die dritte und letzte Runde in unserem Duell im Cruisergewicht. Anweisung von Brian Almond, das ist wie wenn du mit ihm Sparring machst. Runde schon mal drückt, versucht den Kampf im Vorwärtsgang zu machen. Aber das ist jetzt doch schon eine ausgeglichenere Kiste wie in der ersten Runde. So, in solchen Momenten, sofern er noch die Anweisung von seinem Trainer wahrnehmen kann, genau diese Basic-Aktion 1-2, wieder ein Stückchen rausgehen, neu aufbauen. Gerade wenn man merkt, so jetzt gehe ich auf der letzten Rille, dann sollte man sich eigentlich auf die Basics beschränken, wo man weiß, die habe ich auch sicher im Kasten und nicht irgendwas Spektakuläres versuchen, wo man nicht weiß, klappt es nicht. Und wenn es klappt, kann ich damit überhaupt richtig Punkte sammeln. Beide nochmal alles rausholen, versuchen die Punktrichter zu überzeugen. Wir dürfen gespannt sein.
offizielle Urteil. Wieder war es richtig knapp. Sieger mit 2:1 Punktrichterstimmen. Der Boxer aus der blauen Ecke, Florian Schaumann.